Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisch21, mal Songs, Let's Plays und crazy Unterhaltungsvideos. Ja, wie ihr seht, ich habe meine Webcam jetzt in der Hand, weil ich will euch meinen neuen PC zeigen. Ich hatte da zwar schon Aufnahmen mal gemacht, ne? Zwar schon ein paar Aufnahmen gemacht, aber also mit dem Handy, aber irgendwie ging es zum Einstellen nicht so richtig, weil da hat die. Also man muss das Ganze drehen und alles mit dem Bearbeitungsprogramm, aber dann hat es abgekackt und alles. Wahrscheinlich weil die Qualität kacke ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze hier aussieht. So sieht jetzt mein neuer PC aus. Das ist, also das Gehäuse ist neu. Das, Dings. Die, wie sagt man, die, also das Mainboard ist auch neu. Grafikkarte ist jetzt nicht neu, Grafikkarte ist die gleiche. Und jo. Prozessor ist neues. Prozessor ist ein AMD Ryzen 3 2200G. Gut, ist jetzt nicht wirklich so neu, aber man hat es, ich habe es halt neu gekauft. Warum habe ich kein besseres geholt, das ganz neu ist? Weil es momentan einfach zu teuer ist. Aber das funktioniert auch richtig gut. Und passt auch ganz gut mit meiner Grafikkarte. Also geil. Und ja, schön schnell. Und ja, ich wollte ja normalerweise ein Unboxing-Video machen. Ja, ich wollte ja normalerweise ein Unboxing-Video machen. Aber, ja, was soll ich sagen? Ein Unboxing-Video kann man leider schlecht machen, beziehungsweise kann man schon, klar. Aber bei mir war es der Fall, ich hatte die Pakete gehabt. Ich hab gestern den Mittwoch alle Pakete zusammen gehabt und dann habe ich direkt erstmal alle ausgepackt, gleich angefangen zusammenzubauen und alles. Und es hat ganze verdammte, also man kann sagen, ganze verdammte 4 bis 5 Stunden gedauert. Wieso hat es so lange gedauert? Weil ich noch Anfänger bin, was PC zusammenbauen angeht. Das heißt, das kann da halt gut möglich sein, dass sowas mal wirklich 4 bis 5 Stunden lang dauert. In diesen Stunden habe ich überhaupt nichts gegessen und alles. Normalerweise esse ich immer nach 4 Stunden oder so mal etwas, aber da, Alter, habe ich richtig durchgezogen. Ich habe das wohl durchgezogen, Alter. Krass. Auf jeden Fall gefällt mir. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Jetzt ist natürlich das Rauschen vom Mikrofon momentan nicht eingestellt, muss ich noch machen. So ist es halt eben gerade so, ohne Rauscheffekt drin. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber in dem Fall wäre es schon ganz gut. So, und dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Und ja, ich bin raus. Bis dann. Euer Akumisch21. Yeah!